Der Schultag beginnt direkt mit einem Streit? Was ist da los? Meine Puppe ist die Beste. Puh, ernsthaft? Sie ist kein Vergleich zu Barbie. Ich frage mich, wie sie diesen Streit lösen wollen. Schwere Entscheidung. Alles Spielzeug und Handys weglegen. Sie sind im Unterricht verboten. Die Mädels mögen das nicht. Aber irgendwas sagt mir, dass das noch nicht alles war. Ich werde dir beweisen, dass LOL-Puppen die Besten sind. Wir machen was super Cooles. Um super cool zu sein, brauchst du Glitzer. Das weißt du doch. Ich wollte während dem Unterricht doch nicht angerufen werden. Dein Handy ist ganz warm geworden. Lass uns das zunutze machen. Und jetzt das Wichtigste. Sie verschönern. Ich liebe es. Oh, ich weiß, wie man die Dinge noch cooler macht. Ich frage mich, was sie vorhat. What? Zaubert sie etwas? Und jetzt mischen wir alles gut zusammen. Tolle Arbeit. So viele Farben. Ich bin dran. Ich bin eine richtig gute Friseuse für LOL-Puppen. Oh, so selbstbewusst. Ich sollte auch mal ihren Salon besuchen. So cool. Was soll der Lärm, hä? Wer spielt da hinten? Ups, die Lehrerin ist nicht glücklich. Ich male nur in meinem Notizbuch. Okay, aber ich beobachte euch beide. Puh, Glück gehabt, Mädels. Du hast auf deine Stirn gemalt. Schau selbst. Hey du, komm an die Tafel. Aber ich habe nichts falsch gemacht. Das soll dir eine Lehre sein. Oh oh, jemand hat vergessen, die Flasche wegzuwerfen und der Barbie-Fan ist darüber gestolpert. Aber sie ist nicht verärgert. Scheint, als hätte es sie stattdessen auf eine Idee gebracht. Ich bin echt froh, dass ich meinen Lieblingsstift dabei habe. Der ist wirklich praktisch. Was, wenn die Lehrerin dich sieht? Versteck dich! Oh, danke! Lenk sie ab, während ich sie kreiere. Yeah, die Kreativität sprudelt förmlich. Ups, sei leise. Die Lehrerin hat nichts mitbekommen. Ihr könnt also weitermachen. Wir werden diese beiden Teile miteinander verbinden. Und das Auto ist fast fertig. Ein Auto? Aber es fährt überhaupt nicht. Es braucht Räder. Ich werde normale Strohhalme dafür benutzen. Warte mal, ich bin noch nicht fertig mit dem Kofferraum aus Stiften. Hey, so geht das nicht. So ist es viel besser. Und ich habe noch was auf Lager. Meine Lieblingsfarbe, Pink. Ist das nicht eine tolle Idee? Jetzt fehlt dem Auto noch eine Stoßstange und Scheinwerfer. Sowohl vorne als auch hinten. Ach, bitte sehr. Die Mädels arbeiten zusammen. Ist das nicht toll? Hier sind die Räder, um die du dich so gesorgt hast. Bisher nur eines. Bring es gut an und das Auto wird in Lichtgeschwindigkeit davonrasen. Noch nicht. Aber jetzt schon. Oh, wir werden genau wissen, wessen Auto es ist. Aber Bleistifte, Buntstifte und andere kleine Dinge werden mitfahren. Wie gefällt dir unser Barbie-Auto? Echt cool, aber etwas langsam. Dann lass uns das Ganze etwas beschleunigen. Ach du lieber Väter, das Auto steht kurz vor dem Crash. Oder die Lehrerin wird es gleich wegnehmen. Was für ein Auto. Ich behalte es. Der Lehrerin gefällt es. Die Mädels lachen. Sie haben einen leichten Ausweg. Wo ist sie? Aha, sie versteckt sich wieder mal vor mir. Warum bringen wir sie nicht an einem Gummiband an? Hier. Tolle Idee. Was nun? Ich habe was Cooles. Einen magnetischen Knopf. Die Mädels sind selbst wie Magnete. Sie ziehen sich an und stoßen sich ab. Trommelwirbel. Es hat funktioniert. Jetzt habe ich ein tolles Armband. So hübsch. Ich kann es so tragen, wie ich will. Und meine LOL-Puppe ist immer zur Hand. Nichts da. Keine Spielzeuge im Klassenzimmer erlaubt. Es ist ein Haar-Accessoire. Okay. Aber keine Spielzeuge. Puh, das war knapp. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in der Schule sind. Geografieunterricht. Ups, du hättest vorsichtig mit dieser Weltkugel sein müssen. Sie geht leicht kaputt. Hier, kleb sie schnell wieder an, bevor jemand was merkt. Vergiss es. Ich habe eine bessere Idee. Sie scheinen beide die gleiche Lieblingsfarbe zu haben. Pink. Wenigstens sind sie sich einig. Oh, ich will auch mitmachen. Ich habe etwas Pelz. Und sie weiß genau, was damit zu tun ist. Irgendwas ist schon im Gange. Schau nur, wie schön es geworden ist. Das gefällt mir. Und ich mache ein weiches Kissen. Das wird perfekt zur Weltkugel passen. Wir müssen nur die Kanten etwas trimmen. Scheint, als wolle ihr jemand eine ewige Blume geben. Sie duftet nicht. Aber ist perfekt für das Dekor. Ich helfe dir. Damit können wir alles leichter anbringen. Danke. Und nun die letzte Phase. Alles zusammensetzen. Jede Puppe würde dieses Kissen lieben. Gut gemacht, Mädels. Ihr könnt echt stolz sein. Aufpassen! Schaut auf die Karte. Was macht ihr denn da? Wir suchen nach einem Land auf der Weltkugel.
Und wir haben mit der Puppe gespielt. Ich würde auch gerne so schaukeln. Oh, ich weiß. Was? Schon wieder ein geheimer Verehrer? Das reicht. Schluss mit Kunstblumen. Schau mal, was ich habe. Und die Lehrerin wird nicht sehen. Ich zeig dir ein richtig cooles Kleid. So ist es einfacher. Lass es uns einfach direkt in einen Kleiderschrank verwandeln. Das wird ein Erfolg. Wir haben alles zur Hand. Ich mach die Regale. Hier ist eines. Und etwas Zauberei. Abracadabra. Und fertig. Vorsichtig. Schweif nicht zu sehr ab mit deinen Tricks. Wir haben noch viel zu tun. Was hat sie in ihrem Mäppchen? Es ist eine Barbie-Silhouette. Die beste Dekoration für so einen Schrank. Das verdient einen Daumen hoch. Und es braucht einen besonderen Griff. So süß. Ich hab's. Barbie braucht einen Bügel. Jetzt können wir alles zusammensetzen. Schon viel praktischer. Hier hat einfach alles einen eigenen Platz. Barbie will es auch anschauen. Ich glaube, es gefällt ihr. Wir brauchen definitiv Barbies Okay. Sie schaut sich die Regale und die Tür an. Cool. Gut gemacht, Mädels. Tolle Arbeit. Oh nein, mein Ring ist verbogen. Jetzt kann ich ihn nicht mehr tragen. Hey, schmeiß ihn nicht weg. Der kann auch praktisch sein. Wir müssen nur die Form etwas ändern. So sieht es nicht wie ein Ring aus. Was wird es werden? Vielleicht können wir die hier auch benutzen. Perfekt. Lass uns eine Krone machen. Kleb sie einfach oben drauf. Aber wir müssen es etwas stärken, damit es nicht auseinanderfällt. Ton ist perfekt dafür. Ich helfe dir. Meine Wärme stärkt einfach alles. Ich kann es auch bemalen. Und das echt gut. Ciao. Ich habe auch Tricks auf Lager. Die Farbe ist trocken. Übrigens will ich noch etwas anderes malen. Vervollständigen wir es mit schwarzen Fenstern. Wow, das ist die perfekte Krone für eine LOL-Puppe. Es pfeift ihre Haare nur weiter auf. Und ohne geht es einfach nicht, oder? Ich habe doch gesagt, dass ich eine tolle Friseuse bin. Und das Outfit ist ebenso wichtig. Schneiden wir einen Luftballon etwas zu. Lustige Arbeitsteilung. Eine schneidet, die andere zieht an. Die Zusammenarbeit funktioniert wunderbar. Sie haben noch mehr Tricks. Cool. Unsere LOL-Statue braucht noch eine leuchtende Fackel. Surreal. Ich liebe das Ergebnis. Hier ist der perfekte Stand. Fertig. Was für eine Vervollständigung. Scheint, als fügen sie noch mehr Details hinzu. Die Mini-Freiheitsstatue hat echte Fans. Aha. Was macht ihr da? Hä? Die Geografiestunde ist bereits vorbei. Und das nehme ich mit. Aber die Mädels haben so hart gearbeitet. Was für eine coole Statue. Sie erinnert mich an... Aufhören! Wir sind im Unterricht. Die LOL-Puppe wurde uns weggenommen. Aber wir haben noch Barbie. Yee, Kaugummi. Oh, schau nur. Meine Barbie ist ruiniert. Keine Panik. Wir bringen das in Ordnung. Schnipp, schnapp und fertig. Hier, kein Kaugummi mehr. Meine Barbie, wie schrecklich. Ich werde dich retten. Ich creme dich ein. Du musst sie nicht retten. Ich habe gerade erst angefangen. Verpassen wir ihr eine neue Frisur. Wow, was für eine coole Frisur. Habe ich doch gesagt. Hier. So, so. Spielt ihr schon wieder? Nein, das ist nur mein neuer Radierer. Okay, ich glaub dir dieses Mal. Die Mädels sind echte Profis. Sie haben heute so viel erledigt. Die letzte Stunde nimmt ein Ende. Alle sind müde. Und die Lehrerin will sich wirklich nicht von der LOL-Puppe trennen. Denn LOL-Puppen sind einfach die besten. So viele Handwerke mit ihr. Barbie ist viel cooler und größer und schlauer. Ach, diese Diskussion könnte ewig andauern. Abonniert unseren Kanal und bis bald.